Also jetzt, was würde jemanden zu so einem Verhalten nochmal veranlassen? Das Mikrofon, nein. Testosteron, das männliche Sexhormon. Aber nicht nur alle Männer haben Testosteron hier im Raum, sondern auch alle Frauen. Nur weniger davon. Denn die bilden daraus Östrogen, das weibliche Sexhormon. Es bildet also eine sehr wichtige Funktion im Körper eines jeden von euch. Drei Funktionen hat es. Ich gebe euch Beispiele. Sozial hat es einen Einfluss auf die Aggressivität, aber auch auf das prosoziale Verhalten. Es steigert den Muskelaufbau und wurde deswegen oft als Dopingmittel verwendet. Und es ist ein Antriebssteigerer in zweierlei Hinsicht. Emotional hebt es die Stimmung und beugt deswegen zum Beispiel Depressionen vor. Und natürlich sexuell steigert es die Lust, die sexuelle Lust, den Libido. Ich habe schon mal einen Blick vorher ins Publikum geworfen und gesehen, dass einige Männer hier vermutlich einen erhöhten Testosteronwert haben. Es gibt da immer ein paar Indizien für, ist bei mir genauso. Zum Beispiel zwei Gründe, ja, von mir. Haarausfall, das wird immer weniger hier oben bei mir. Und Studien haben gezeigt, dass Männer, die in einer Beziehung sind, einen niedrigeren Testosteronwert haben. Also Mädels, damit Bescheid wisst, für später an der Bar, ne? Ich bin Single und das lassen wir jetzt mal so stehen. Hallo, ich heiße Nico, ich komme aus Deutschland und bin studierter Chemiker und da habe ich gelernt, wie man Moleküle synthetisiert, herstellt, wie zum Beispiel Ibuprofen. Das kennt ihr alle, ist ein Schmerzmittel. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie Medikamente wie Ibuprofen wieder aus dem Körper rauskommen? So ähnlich wie Alkohol, damit habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Und zwar wird es in der Leber abgebaut. Und es passiert durch enzymatische Reaktionen. Das heißt, Enzyme in der Leber machen Ibuprofen schrittweise immer wasserlöslicher, sodass sie dann am Ende durch Urin ausgeschieden werden können. Und als ich hier nach Graz kam, um meinen Doktor in Biotechnologie zu starten, war ich geschockt. Sprechen ja gar kein Deutsch hier, diese Ösis. Jedenfalls war es für mich als Piefke etwas schwierig am Anfang. Ich hatte meine Probleme, jetzt geht's besser. Und Sklaverei existiert, Leute. Denn wir Biotechnologen, wir versklaven Organismen, wie zum Beispiel Hefe. Das kennt ihr aus Bier. Und manipulieren sie so, dass wir genau das herstellen, was wir wollen. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ich habe meine Hefezellen und ich gebe ihnen einen Elektroschock, damit sie die DNA aufnehmen, die ich ihnen vorher verabreicht habe. Das machen die dann freiwillig. Und dann füttere ich sie wieder mit Zucker und die Dinger vermehren sich. Und sobald sie genug sind, benutze ich sie, mache meine Experimente und dann töte ich sie. Und die Idioten machen das immer wieder mit sich. Das ist genial. Jedenfalls habe ich Hefezellen dazu gebracht, ein menschliches Leberenzym herzustellen und habe ihnen Testosteron verabreicht. Das ist so weißes Pulver. Und habe geschaut, welche Stoffwechselprodukte gebildet werden. Was das menschliche Leberenzym in den Hefezellen mit Testosteron macht. Und dabei habe ich neue Stoffwechselprodukte entdeckt, identifiziert, die vorher noch nicht bekannt waren. Und das habe ich in recht großen Mengen gemacht, sodass man auch wirklich was damit machen kann. Denn was bringt das Ganze? Naja, es hilft der Pharmazie und der Medizin, um nicht nur Nebeneffekte, Nebenwirkungen von Testosteron selbst, wenn es als Medikament benutzt wird, gegen Depressionen, Libidoverlust, oder sogar gegen Brustkrebs,
sondern man möchte auch wissen, was eine erhöhte Konzentration an Stoffwechselprodukten im menschlichen Körper für Wirkungen haben. Ich habe ja schon bereits gesagt, dass ich vermutlich einen erhöhten Testosteronwert habe. Und jetzt arbeite ich auch noch mit Testosteron. Das war übrigens kein Testosteron. Und man sollte wirklich aufpassen dabei. Sonst kann auch passieren, dass... Thank you.